Das CyberKnife kommt als eine weitere Behandlungsmethode neben dem chirurgischen Eingriff, der konventionellen Bestrahlung oder auch der Chemotherapie zum Einsatz. Hierbei lassen sich auch komplex geformte Tumore im Kopfbereich oder in der Wirbelsäule, aber auch im extrakraniellen Bereich wie in der Lunge, Prostata oder Leber bestrahlen. Die Festlegung des Therapiekonzeptes erfolgt in enger Absprache mit den zuweisenden Ärzten, den neurochirurgischen Partnern und den internen Experten. Die ambulant durchgeführte Behandlung dauert üblicherweise zwischen 30 und 90 Minuten pro Sitzung. Je nach Lokalisation des Tumors wird eine individuelle Kopfstütze oder ein Lagerungskissen angefertigt. Das CyberKnife-System besteht aus einem computergesteuerten 6-Achs-Roboter, an dessen Ende ein kleiner, kompakter Linearbeschleuniger montiert ist. Hier wird die therapeutische Strahlung erzeugt und zu einem feinen Strahl gebündelt. Während der Behandlung bewegt sich der Roboter auf einer kugelförmigen Bahn um den Patienten herum. Hierbei werden 100 bis 200 verschiedene Positionen angefahren und somit ca. 200 einzelne Strahlenfelder abgegeben. Diese kleinen Felder sind einzeln betrachtet für das Gewebe nahezu unbedenklich. In ihrem gemeinsamen Brennpunkt hingegen, dem Tumor, überlagern sie sich und die Wirkung addiert sich auf und führt letztendlich zum Absterben der Tumorzellen. Durch die Verwendung von sehr kleinen Feldern ist es möglich, unregelmäßige Tumore zu bestrahlen und dabei das umliegende Normalgewebe maximal zu schonen. Diese hochpräzise Bestrahlung wird ergänzt durch ein integriertes Röntgensystem. Während der Behandlung werden Aufnahmen gemacht und die aktuelle Position des Tumors und der Risikoorgane bestimmt. Stimmt die Lage des Tumors nicht mit der ursprünglich geplanten Position überein, erfolgt eine automatische Korrektur durch den Kopf des Roboters oder der Patiententisch wird automatisch verfahren. Durch die Kombination der hochpräzisen Bestrahlung und der automatischen Bewegungskorrektur lässt sich eine Gesamtgenauigkeit des Systems im Submillimeterbereich erzielen. Eine Besonderheit des CyberKnife-Systems ist das Bestrahlen von bewegten Tumoren. Dies können Tumore in der Lunge, aber auch Tumore in angrenzenden Organen sein. Vor der Bestrahlung werden sogenannte Goldmarker in den Tumor implantiert. Mithilfe des bildgebenden Systems wird die Position dieser Marker bestimmt. Weitere Sensoren erfassen zeitgleich die Atmung des Patienten. Diese beiden Informationen werden kombiniert und in ein Korrelationsmodell umgerechnet. Dadurch weiß das System in jedem Moment, wo sich der Tumor befindet, obwohl die Röntgenröhren ausgeschaltet sind. Während der Behandlung liegt der Patient bequem in Rückenlage auf dem Behandlungstisch. Erfolgt eine Bestrahlung im Kopfbereich, wird eine individuelle Maske angefertigt, die sich leicht an den Kopf anlegt. Diese dient dazu, eine reproduzierbare Positionierung zu erreichen. Erfolgt eine extrakranielle Bestrahlung, werden lediglich die Arme seitlich fixiert. Die gesamte Behandlung wird durch den zuständigen Arzt und das technische Fachpersonal überwacht. Diese stehen mit dem Patienten per Video- und Sprachübertragung in ständigem Kontakt. Somit ist auch eine kurze Unterbrechung der Behandlung möglich und kann danach fortgesetzt werden.